Hallo Leute, wir sind heute im Orchid Palms 5 in Hua Hin und schauen uns hier ein Haus an, das verkauft wird. Wie immer ist auch Christian am Start und ich würde sagen, wir legen gleich los. Ich habe schon mal kurz reingeschaut, ist schon ein relativ großes Grundstück und dieses Objekt hier wird es sein. So, was hier gerade auffällt, ist, dass man da noch so eine Nische hat für den Mülleimer. Der wird wahrscheinlich auch regelmäßig geleert. Ich denke, der wird dann auch bei den Unterhaltskosten dabei sein. Da haben wir ihn, den Christian. Da kurz eine Außenansicht hier vom Objekt. So schaut das aus. Ist relativ groß, so auf den ersten Blick. Wahrscheinlich dann auch auf den zweiten Blick. Und auf den dritten, ja. Und auf den dritten. Machen wir so viele Blicke heute. Wie ihr wollt. Ja, wo sind wir hier? Wir sind im Orchid Palm 5 heute. Ja. Es gibt die 345 hier in der Soy 88. Aha. Also keine 10 Minuten zur City. Ja. Ja. Objekt ist von 2011. Ja. Haben hier ein 500er Grundstück. Aha, also 500 Quadratmeter. Ja. Genau. Ist groß, ja, ist wirklich groß. Bei 3 Schlafzimmern, 3 Bädern drin. Und dann haben wir hinten, wirst du nachher sehen, das ist so ein... Ja, eigentlich ist es aktuell als Stauraum genutzt, aber könnte mit Sicherheit noch umfunktioniert werden in Maids Quarter. Ist nämlich noch ein kleines Bad mit dran. Mhm. Aber ich würde sagen, wir schauen einmal rein. Ja, beginnen wir drinnen, oder? Genau. Ja. Das ist noch ein Katzending oder ein Katzentürchen. Genau. So, Orchid Palm Homes ist ja den meisten Leuten, sollte mittlerweile ein Begriff sein. Also das sind die auch hinter den Mali-Projekten stehen. Ja. Seit 2004 hier zugange. Ja. Und das Objekt halt deren Projekt Nummer 5, deswegen Orchid Palm Homes Nummer 5. Ja. Haben hier 189 Quadratmeter Wohnfläche. Mhm. Hast ja gesehen, zwei recht große hier Klingels. Das glaube ich eine große Außenterrassen. Ja. Mhm. Wie bei den anderen Orchid Palm Home Objekten auch, hat man hier knappe 13 Bar pro Quadratmeter pro Monat Gemeinschaftskosten, was allerdings nicht nur die Gemeinschaftsanlagen inkludiert, sondern auch die Gartenpflege 6-mal die Woche und den Pool 2-mal die Woche. Ja? Dann haben wir da einen Shuttlebus bei 4-mal am Tag, mhm, der in die City fährt, also Market Village, Blueport, ja, Strand. Und halt die, ja, Pflege der Gemeinschaftsanlagen, ja. Security, du hast es gesehen, wir kamen hier rein und zwar... Ja, er musste Ausweise abgeben. Ja. Sicherheitstrakt, also ja, genau, der klassische Orchid Palm Home Service. Okay. Ja, ich werde da mal schnell die Küche zeigen, die, ja, ist sehr groß, habe ich, genau, den Eindruck da. Also vor allem, ich finde es halt auch von der Anordnung her, also vom Grundriss her recht gelungen, weil du die Küche hier hast, ja, direkt mit beiden Terrassen eigentlich verbunden. Mhm. Du hast ja draußen noch eine kleine Außenküche. Oh ja, da in der Ecke. Ist ja, nicht, ja, fest installiert, aber zumindest, ja, nutzbar. Also halt, ne? Küche direkt nach außen. Macht natürlich irgendwo immer Sinn, weil man größtenteils wahrscheinlich draußen sitzt und isst. Genau. Ja, da auch noch eine Couch da draußen. So Rattanmöbel heißen die, glaube ich. Ja, da hat man auf jeden Fall sicherlich viel Platz hier. Preis habe ich noch nicht genannt. Ja, was kostet? 6,49 Millionen. Ganz genau. Okay. Ja. Und kommt voll möbliert. Ja. Ja. Wie immer, so persönliche Gegenstände, paar Deko-Artikel und so werden nicht dabei sein, aber im Großen und Ganzen so, wie man es sieht. Das meiste, was man hier sieht. Genau. Okay. Ja, also, lass mal schnell die Fliesen da ein bisschen zeigen. Da. So schauen die Fliesen aus, ja, oben die haben rechts. Wir angefangen hier mit Fliesen in Holzoptik. Aha. Das halten sie ja bis heute noch bei. Da haben sie Aircon. Genau, Aircon, Deckenventilatoren haben wir da in der Küche. Dann, das ist auch wieder so, das ist jetzt interessant, weil das kennt man ja von den neuen Mali-Häusern, den begehbaren Kleiderschrank. Den Kleiderschrank, wo du durchgehst, in dem Fall, genau, ist es ein bisschen anders, weil es auf dem Flur ist. Genau, ja, das, ja, ist nicht nur das Gästebad. Ja. Die Anordnung, du wirst sehen, ist insgesamt ein bisschen anders. Also das ist einfach das Gästebad. Mhm. Dann hast du hier ein... Oh. Das ist ein Gästezimmer. Das ist das Gästezimmer, genau. Okay. Wenn du hier einmal hochfilmst, siehst du, wie, oha, wie hoch es hier geht. Ich muss ja schon auf die andere Seite, um das zu zeigen. Da. Das natürlich geht ja.
leider die Rollos nicht hochgezogen. Also das ist das, was man von draußen, das Dach, oder? Das ist da, oder man sieht sie, das geht hier, das ist etwa 4 Meter hoch, ja. Es ist auch schön kühl hier drin, ist noch erstaunlich. Ja, ich habe den Ventilator für dich angemacht. Ja. Hast hier dann mit Schiebetüren, also hier noch wieder Einbauschränke, ist dabei dann mit Schiebetüren zum Bad hin, mit Dusche. Was ich zum Beispiel auch eine gelungene Anordnung mal wieder finde. Da ist Toilette. Toilette auf der einen Seite und Dusche um die Ecke. Ah, ja, genau. Er ist großes Bad. Da geht es um die Ecke. Und dann bis da, genau, da ist die Dusche. Auch schön hell. Hat aber noch eine separate Lampe hier oben. Da sieht man sie da auch. Das ist das Gäste-Badezimmer. Das wäre ja, Gästezimmer Nummer 1. Jetzt gehen wir ins aktuelle Büro. Aha. Allerdings mit einem begehbaren Kleiderschrank dran. Hier sieht man das dann mit der Deckenkonstruktion ein bisschen besser auch. Ah, okay, cool. Ein bisschen heller ist. Ja, das ist ein da hat kein Bad drin, gell? Das ist einfach nur ein begehbarer Kleiderschrank. Genau. Ja. Zack, okay. Mit Spiegel an der Wand. Ja, das ist groß. Ja, es geht da so. Zack, und da auf die andere Seite auch nochmal. Und dann. Das also Recht ist ein bisschen. Hier geht's zum Pool raus. Aha. 8x4 Salzwasser. Ja. Und hast dann. Kannst du ja gleich draußen einmal sehen. Das Pumpenhaus. Genau, und da nebenan halt das eine. Oder den aktuellen Stauraum, den ich ansprach, der allerdings umfunktioniert werden kann. Ja. Dann haben wir hier das Badezimmer zum Master. Oha, wow, das ist ja eine richtig fette Dusche. Geil. Da hätte ich jetzt ein paar links und rechts und da ein paar riesige oder so kleine Palmen reingemacht, so eine Dschungeldusche. Ja, hey, aber das finde ich jetzt wirklich der Hammer, diese Dschungeldusche. Das müsste ich bei mir in der Hütte auch noch machen. Das ist geil. Sollte recht einfach zu machen sein, denke ich. Ja. Und das wäre dann Master, ne? Ja, ja. Kannst du natürlich groß. Auch das Bett hier hinstellen, wie du siehst, dass hier jeweils 2 Steckdosen. Ja. Ich denke mal, das war wahrscheinlich die anfängliche Idee, dass hier ein Queen-Size-Bett in der Mitte, wobei ich es so eigentlich gelungener finde, muss ich tatsächlich sagen. Weil wenn du wirklich vom Bett auf den Pool guckst, hast hier dann die Terrasse und schwer zu erkennen. Ja, es ist echt groß. Riesiges Zimmer auch. Ja. Aha. Und auch wieder mit Klima und Deckenventilator. So, und da natürlich noch das Prachtstück vom Ganzen, der Swimmingpool. Hier mit einer Außendusche. Auch so ein bisschen Dschungel-Style. Das gefällt mir sehr gut hier. Schön bepflanzt auch alles. Und dann haben wir hier eben den Pool. Da noch so ein Bereich, wo man einen Liegestuhl platzieren kann. Und so schaut das Ganze aus. Auch da natürlich sehr gut, also die Wasserqualität ist top. Das ist auch immer was, auf das das achte ist, wenn ich vor allem Häuser anschaue, die schon ein bisschen älter sind, ob da auch die Wasserqualität stimmt. Und hier kann man auch wirklich sagen, da wird es keine Probleme geben. Und auch noch wichtig, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, aber da geht es dann auch runter. Also hier oben, schätze ich jetzt mal, wird es 1,20, 1,30 sein. Und dann geht es hier runter, dann kommt hier so eine kleine Rampe und dann ist hier unten ist dann tiefer, ein bisschen tiefer. Und da ist das, was Christian noch gesagt hat, Abstellräume und Pumpenraum. Und hier hinterm Haus und ums Haus herum hat man noch ihren kleinen Weg. Natürlich auch noch schön hier die Aussicht. Auch drumherum, wie man sehen kann, ist nichts. Also da musste zur Zeit oder wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht davon ausgehen, dass da dir irgendeiner vor das Haus baut. Da wirst du sicherlich noch länger deine Ruhe haben. Ja, das war es hier von diesem Objekt. Wenn ihr Interesse habt, das mal zu besichtigen, dann schreibt gerne Christian. Seine Kontaktdaten sind wie immer in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Grüße aus Thailand.